Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Eine Frage von Lukas. Und Lukas baut gerade einen Teich. Und er sagt gerade, halt, stopp, stopp, stopp. Und ich habe das jetzt aus drei verschiedenen Richtungen gehört. Und es ist wirklich interessant. Hallo Martin und Tim. Von meinem Schweizer Teichbauer habe ich erfahren, dass ihm neuerdings ein Problem mit Kautschuk-Teichfolie, also jenem aus EPDM, zu schaffen macht. Die Folie werden zerfressen von Köcherfliegenlarven. Das sieht dann so aus, als ob man die Folie mit dem Fingernagel eingerissen hätte. Auf den ersten Blick nicht so schlimm, aber beim genauen Hinschauen sind die Risse durchgehend. Im Internet findet sich ein Erklärungsansatz, wonach die Köcherfliegenlarven eine Substanz absondert, mit dem sie ihren Köcher zusammenkleben. Diese Substanz ist dann leider in der Lage, EPDM zu zerfressen. Bei betroffenen Teichen ist geraten, ein paar Rotfedern oder Sonnenbarsche einzusetzen als Fressfeinde für Köcherfliegenlarven. Das wird aber wohl nicht immer nachhaltig funktionieren. Ist dir oder Sascha das Thema schon einmal begegnet? Dem lieben Genesisiologen Sascha wohl nicht. Der kennt glücklicherweise nur PE, kein EPDM. Vielleicht gibt das einen Blog her. Vielen Dank für eure unermüdlichen und lehrreichen Blogs. Herzlich, Lukas aus der Schweiz, der jetzt endlich mit Baugenehmigung den neuen Teich bauen darf. So, was habe ich letztens noch gehört? Also das mit der Köcherfliegenlarve habe ich auch gehört und dass manche Firmen da ganz schön am Rudern sind derzeit mit EPDM. Also wenn Sie, und darum strahle ich den Blog aus, von welchem Hersteller auch immer, wenn Sie jetzt mit EPDM-Folie, die ja aufgrund ihrer Dehnfähigkeit, die hat glaube 400% Dehnbarkeit, Dehngrenze, also Sie können die viermal länger machen, bis es endlich reißt. Wenn das Zeug nagelneu ist, ich schwöre auf alles, ist das das geilste Material. Meine Garage hat ein Flachdach mit Kies drauf. Ist 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Und die habe ich jetzt erneuern lassen. Und nach 30 Jahren, nicht im Wasser, auf dem Dach mit Kies drauf, konnte man die wie Bibelpapier zerreißen. Ja, damals hat man auch schon Versprechungen gemacht, dass sich die Substanz nie zersetzen wird. Also da bitte unbedingt einen Hersteller fragen oder den Teichbauer, sich absichern lassen, sich es auch schriftlich geben lassen, dass es da keine Probleme gibt. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie jetzt Ihren Teich haben und nach 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren wird er von der Köcherfliegenlarve zerfressen und alle sagen, na, nee, geht mich einen Scheiß an, da haben Sie ein richtiges Problem am Hacken. Aber ein richtiges Problem. Alle Fische raus, Folie raus, machen, tun. Ralf war's. Normalerweise ziehen sich bei Hitze, kennt man ja, Kunststoff wird dann größer. Ja, EPDM-Folie wird bei Hitze kleiner. Ralf hat seinen Teich gebaut, wo es warm war, wo die richtig schön in der Sonne war. Und dann, ich muss überlegen, wie es war. Also wenn sie bei Hitze, normalerweise wird es größer, die wird kleiner. Dann hat sie sich ausgedehnt, dann hat er sie reingemacht und als es kälter wurde, nee, andersrum. Er hat sie reingemacht, als sie kalt war. Und als es warm wurde, hat sie sich zusammengezogen, genau. Und dann hat überall oben haben 10 cm gefehlt. Also das auch, da ging es auch um EPDM. So rum war es. Das ist so verquert im Kopf, weil man es sich nicht vorstellen kann. Und er hat jetzt mit Zappi, hat mich dann angerufen. Martin, ich brauche Zappi. Warum? Ja, ich habe die Schnauze voll. Und Ralf hat wirklich schon ein paar Mal echt Pech gehabt, Ralf und Silvi. Und jetzt sagt der Zappi, soll jetzt einmal die PE-Folie reinschweißen. Also auch da aufpassen, dass es bei PDM-Folie anscheinend andersrum ist, die Ausdehnung. Dass die stattfindet, wenn es kalt ist und dass das Material kleiner wird, wenn es warm wird. Also, das zum Thema EPDM-Folie. Wir sehen, überall lauern wieder Gefahren und überall kommt wieder irgendwas, mit dem keiner gerechnet hätte in diesem Fall. Bis zum nächsten Blog. Ciao.